Barbara Engleder. Ja, mei, heute ist Luftgewehrdamen, da muss ich dabei sein. Ja, nein, ich habe mich gefreut drauf. Eigentlich mehr wegen die Leute als wegen dem Schießen. Ein bisschen Kinder durch, ist nur so zwei nicht im Finale gewesen. Aber ja, ich bin schon zufrieden, das passt. Und alle wieder getroffen, alle einmal gekerzt und wegen einem Ratsch da. Das ist super und das passt. Und meine Burschen habe ich endlich auch wieder gesehen von den Börner. Das freut mich riesig. Und ja, Bayern ist Bayern und die Bayerische gehört dazu. Der insgeheime Höhepunkt der Bayerischen Meisterschaften. Unsere Olympiagoldmedaillengewinnerin Barbara Engleder tritt wieder in den Schützenstand. Ihr Ergebnis? Reine Nebensache. Aber für alle anderen Sportler ist Barbaras Teilnahme natürlich ein mega Motivationsschub. Am Ende wurde die ebenfalls in Rio gestartete Selina Gschwantner vor Lisa Hensch und Isabella Straub bayerische Meisterin. 252,3 Ringe, eine starke Leistung. Ja, Vorkampf war am Anfang ein bisschen schleppend, bin schwer reingekommen, aber trotzdem habe ich noch ein super Ergebnis zusammengebracht. Fürs Finale hat es gereicht und das Finale war dann einfach nur bombastisch. Von ersten bis zum letzten Schuss war es wirklich ein super Finale. Bei Sportpistole Frauen gab es ein Wiedersehen mit unserer Silbermoni, Monika Karsch, die erfolgreichste Pistolenschützin in Rio. Gerade erst hat sie Probleme mit der Halswirbelsäule überstanden und kann erstmals wieder ohne Schmerzmittel starten. Souverän wurde sie vor Carina Wimmer und Sandra Reitz, bayerische Meisterin. Ein wichtiger Meilenstein an diesem olympischen Wochenende. Ja, Tokio kann kommen. Wir stecken sozusagen schon in der Vorbereitung für die nächsten 3 Jahre. Aber erstmal wollen wir jetzt mal das Jahr 2017 quasi machen. Und für mich war jetzt die Bayerische Meisterschaft ein wirklich ganz wichtiger Wettkampf, weil wir hier nochmal ein schönes Finale haben. Vor heimischem Publikum, sogar relativ viel Publikum. Und für mich ist das jetzt echt wichtig zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Und das war jetzt sozusagen das letzte mögliche Finale vor der EM. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich mich ganz gut geschlagen habe. Und so kann die EM jetzt eigentlich kommen. Ja, ich denke, es ist wieder die Zeit, dass jetzt Monika angreifen kann. Die Europameisterschaften in 2 Wochen stehen vor der Tür. Sie hat jetzt sich bravourös qualifiziert, trotz einer leichten Verletzung. Ich denke, der Wettkampf jetzt hier war auch, genauso wie letztes Jahr, hart das Finale. Carina hat auch letztes Jahr ihr Gas gegeben im Finale, heuer wieder. Und in 2 Wochen sind Europameisterschaften. Und wie es letztes Jahr ausgegangen ist, bei den Olympischen Spielen weiß jeder. Und jetzt hoffen wir mal und wünschen uns alles Gute für die Europameisterschaften. Die Königsdisziplin KK 3x40 Schuss war fest in Hand der Trainingstruppe Burning Ice. Aber es ging wahrlich kreuz und quer. Mei, so ein Kreuzschuss, man hat es beim Event schon gesehen, das passiert mit der Aufregung. Finale ist ganz was anderes, da ist der Puls da. Und ja, wenn man da für die Spannung ein ideales Gefühl hat, in dem Moment kann es schon passieren, dass er auf die andere Scheibe kommt. Kreuzschuss und dennoch ganz oben auf dem Treppchen. Platz 1 für Maximilian Dallinger in der Königsdisziplin. Und das vor seinen 3 Trainingskumpels. Nikola Schallenberger, Michael Janka und Andreas Geuter. Der Vorkampf war ein bisschen durchwachsen, muss man sagen. Aber ich denke, im Finale ist durchwegs eigentlich konstant gelaufen. Also nicht schlecht, aber teilweise richtig gut. Aber ja, im Endergebnis hat es gereicht. Die anderen waren auch stark. Aber freuen wir uns natürlich super, dass wir alle 3 Burner da oben stehen. Ja. Und die Olympiaschießanlage hat nun ein neues, familienfreundliches Highlight. Einen Spielplatz. Gushu eröffnete feierlich Schaukel und Rutsche zur Drehorgel von Hans Mock. Ein Erlebnispark für die jüngsten Nachwuchsschützen. Jetzt wird der Wettkampfaufenthalt auf der Olympiaschießanlage noch angenehmer für Groß und vor allem für Klein. Unser Streben ist, dass wir die Jugend mit herkriegen, dass die Eltern auch beruhigt kommen können mit ihren Kindern und nicht schauen müssen, wo sollen sie es parken. Also wir wollen mehr oder weniger die ganze Familie hier haben. Sie sollen sich wohlfühlen, sie sollen einfach auch einen Zeitvertreib haben. Und der Spielplatz ist einfach ein Ort der Begegnung. Die Kinder lernen sie kennen, die spielen gerne miteinander, sollen Spaß haben. Und die Eltern genauso, die sollen sich hier auch an der Bank treffen, ratschen, einfach, dass die Schießanlage Hochbrück noch lieber besucht wird.